So, und jetzt gehen wir in das, wovor ich mich jetzt ein paar Tage gedrückt habe. Ich weiß ja, was jetzt kommt. Genau, Dette. Give me a break. What? Der Shiva-Tempel. Und da das Item zu finden ist ein bisschen umständlich, deswegen, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Ein bisschen. So, hauen Sie rein. Obwohl, ich glaube, das hat nichts gebracht. Ja, Spirit. Einsetzen. Weil das Schlimme ist, wenn wir die Brücke fertig haben, haben wir den Fraktura-Dings, also für das Item. Das Blöde ist halt nur, dass wir dann die ganze Brücke nochmal kaputt machen müssen und praktisch gesehen den Tempel dann nochmal. Ja. Jetzt bin ich mit meinem Latein auch schon wieder am Ende. Nehmen wir den mal gerade wieder raus. Dann ist die Brücke zwar wieder away, aber das ist mir gerade Wumpe. Ist ja, kommt man an den Einsberuhigen da hinten überhaupt dran? Ah, super, da kommen wir gar nicht ran. Hey, hey. Shit, wie ging doch mal dieser blöde Tempel? Auf jeden Fall gibt es auch noch ein Untergeschoss. Ah, durchdrehen. Danke, das heißt, dreht regelmäßig durch. Man, gab es hier oben denn nicht auch noch irgendwo so ein Ding? Nope. Aber das gab es mal. Aber frag mich jetzt bitte nicht wie. Ocelia. Ah, wie ging der doofe Tempel nochmal? Whoops. Ach ja, das war so ein Schieberätsel. Ja. Oh, nein. Stimmt, da war ja mal was. Ich glaube, ich weiß jetzt allmählich, dämmert's mir. Wie das hier nochmal ging. So ein bisschen dämmert's mir. Jetzt schieben wir den da oben, dann kommen wir auch an den da oben ran. Und hui, rums. Genau. Wir nehmen mal den Spiroiden vorsichtshalber mal mit, auch wenn es der falsche wahrscheinlich ist. Das ist mir egal. Aber wir mussten, glaube ich, den hier auch rausnehmen. Nee, stimmt, das war... Ach, keine Ahnung, was das war. So, hier, Spiroid. Nein, bringt nichts. Okidoki. Dann setzt man halt erstmal da ein.
So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall den Fraktura. Oh. Nein. Keine gute Idee. Das war nicht gut. Aber wir haben ja noch einen anderen. So, den müssen wir auf jeden Fall frei bekommen. So, den da rein. Geht nämlich der hoch. Den Spiroid nehmen wir. Setzen den dann da ein. Was wieder vollkommen falsch ist. Obwohl, nee, Moment, halt. Ich glaube, das war sogar richtig. Aber wir müssen unser kleines Dingsgedöns... Oh Gott. Himmel, die Berge. Wie kommt man hier nochmal an den Fraktura ran? Einfach mal ausprobieren. Geht sowieso nicht mehr. Ich wusste es. So, jetzt bin ich ein kleines Stückchen schlauer. Es war simpel. Man muss erst die, wie ich schon sagte, die Brücke erst komplett machen. Und dann zerstören. Oh. Ewig und drei Tage später. Lalalalalala. Mann! So. Und ich probiere und tue und mache. So. Haben wir es aber. Genau das Ding war es nämlich. Also den Tempel hätten wir auch in 5 Minuten abwickeln können. In Betonung auf können. Haben wir aber leider nicht. Müssen wir halt die Säule nochmal putt machen. Aber jetzt wissen wir immerhin, wie es geht. So, Fraktura. So. Jetzt haben wir auch das Item, was wir für den Aufruf brauchen. So. Das einmal kurz wieder raus. Da einsetzen. Ist ein bisschen hin und her jetzt. Lalalala. So, bevor wir den jetzt aber nach da oben schießen, mit den Spiroiden hier aus, sonst fällt der. Los, Geruch nehmen.
Ich denke mal, ich schneide den Tempel nachher so zusammen, dass der nicht 20 Minuten oder so geht, sondern da, wo ich anfange zu jammern, mache ich dann einfach nur eine Blende. Das war jetzt ja schon gewesen. Gut, während der Aufnahme ist natürlich noch nicht so geschehen. So, Fraktura. Jetzt mal den da einfach wieder ein. Das war ja vorher ein Makalania-Ding. Aber sag mir jetzt nicht, dass das jetzt nicht funktioniert. Weil mir ein... blödes Ding jetzt fehlt, oder wie? Ey, das ist jetzt nicht witzig. Hätte ich den jetzt erst rausnehmen müssen... Aber ich glaube, ich habe einen von Makalania. Ah, ja. Schon geschnallt. Wir müssen den wieder umtauschen. Schon das Item haben wir ja jetzt auch. Ah! Geistesblitz. So, jetzt haben wir aber auch hier alles. Jetzt können wir endlich diesen blöden Tempel hier platt machen. Den Spheroiden daraus, Tidus. Sei ein braver Bubele. Nein, noch nicht einsetzen, du böser Bubele. Tidus, du alter Flamingo, du. Nee. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, dieser Tempel soll auch, glaube ich, der ekelhafteste im gesamten Spiel sein. Jojo. Viele tausend Stunden später. So. Nehmen sie raus. Können sie reingucken. Ja, Hauptsache, wir haben das Item. Jetzt können wir auch aus dem Tempel wieder raus. Würden wir das Item jetzt nicht nehmen, müsste ich mich nachher mit einem schwarzen Shiva anlegen und, nee, ich verzichte. Vorerst. Vorerst. Juhu, ich kann raus. Yay! We made it! Naja, auch eine Möglichkeit, die Leute immer an der Flucht zu hindern. Ah, die Gruppe. Hallo? Please. Give us a chance to explain. No need. I already know what I'll tell the other maesters. Meaning? Lord Seymour was the leader of the Guado before becoming a maester. You're not letting us go. Let you go? Lord Seymour would never forgive us if we did. Wait! Wait! Disco Sphere! We can show it to them! You mean this? Hey! Guado, take care of Guado affairs. Boah, das ist ein Idiot, ist das dieser Twabel. Run! Du Rums. Und an der Stelle kann man jetzt auch super leveln, also Experience Points für Spiro-Schritte.